Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Politik Simulator 4 Power Evolution, dem 34. Politik Simulator mit mir, Zahn Malte, mit dem Twitch-Chat, wir sind wieder da. Ich lasse noch mal kurz die Stoppuhr lostickern. Ja, und dann kann es auch schon tatsächlich fast losgehen direkt mit dem Krieg gegen Russland. Vorab habe ich aber tatsächlich eine Ankündigung zu machen, das betrifft vor allem die Jungs und Mädels im Chat jetzt hier. Aber natürlich auch für euch vielleicht nicht ganz unwichtig, weil ihr kennt nämlich das Ergebnis an der Stelle schon. Dadurch, dass der Hamburger SV noch eine Ehrenrunde drehen darf in der Relegation und das Relegationsrückspiel nächste Woche Montag ist, wird es nächste Woche Montag keinen Stream geben. Könnt ihr euch vorstellen. Ich glaube, letztes Mal gegen Hertha saß ich und habe mit euch das Spiel sogar gemeinsam geguckt. Ich glaube, es fällt dieses Mal, also es kann sein, dass ich vielleicht das mache, aber ich würde eher sagen, dass das flach fällt, weil ich das wahrscheinlich mit meinen Jungs gucken werde. Das weiß ich noch nicht, muss man schauen, also eventuell gucke ich mit meinen Kumpels, das soll ich das nicht mit meinen Kumpels gucken, nächsten Montag, dann würde ich das dann dementsprechend hier als Stream mit reinbringen, dass ihr dahingehend Bescheid wisst. Also richtet euch mal da darauf ein, weil das möchte ich nur ungern verpassen, das ist dann so gesehen, das Rückspiel ist das wichtigste Spiel des Jahres und ich denke, das könnt ihr dann sehr gut nachvollziehen. Genau, ansonsten haben wir aber den Rest soweit, denke ich, geklärt. Ja, das übe ich noch, ne? Denkt dran, Daumen nach oben für die Folge. Ich will natürlich auch mal Support sehen, ne? Weil was wir hier momentan wieder abreißen, das ist kriegstechnisch, logistisch gar nicht so ohne. Ich denke, ich biete euch, was das angeht, auf jeden Fall eine gute Show. Und freue mich auf jeden Fall drüber, wenn ihr ja, sagen würdet, dass das Ganze gefällt. Und ja, schauen wir mal, was so dann in der heutigen Ausgabe geschieht. Ja, in der letzten Abteilung, im letzten Teil haben wir tatsächlich geschafft gehabt, uns jetzt mittlerweile bis nach Vigiani und auch hier Raquere hoch durchzuschlagen. Wobei man zum letzteren Punkt sagen muss, dieses Raquere-Ding, habe ich jetzt glaube ich genau, hier habe ich gerade noch ein paar Einheiten noch nachgeordert. Da wäre unsere Offensive das erste Mal fast richtig in Stocken geraten. Also da haben sie uns tatsächlich schon echt sehr, sehr gut gefordert gehabt. Muss mal gucken, ob wir das jetzt in dieser Folge dann auf jeden Fall noch gefestigt kriegen. Ansonsten ist in Estland jetzt auch nicht mehr so viele Städte. Ich gucke nochmal, ob noch irgendwelche gesonderten Posten noch einzunehmen sind. Aber ich glaube, das sind nur das Nuklearkraftwerk hier rechts und das der Solarpark hier rechts. Aber die kommen ja später. Das heißt also, bis dahin kann ich mich tatsächlich noch ein bisschen austoben. Und was ich hier so sehe, ihr habt noch gefragt gehabt, ob man das Flüchtlingslager einnehmen kann. Es sieht so aus, als ob man das nicht einnehmen könnte. Das heißt, der nächste Stützpunkt oder nächste Posten, ich glaube, es wäre erstmal die City und danach machen wir die da unten. Genau, ja. Und ansonsten muss ich auch sagen, also bald die Panzerstufe 1 sind tatsächlich relativ zeitnah aufgebraucht. Da müssen wir demnächst auf die der Stufe 4 als nächstes zurückgreifen gehen. Die natürlich dann nicht kampfstärker sind, aber ja, auch materialtechnisch teurer. gucken wir mal. So, ich gucke nochmal eben kurz was mit dem... Ja, okay, alles klar. Nee, also den Stützpunkt kann man nicht einnehmen. Gut, dann würde ich sagen, geht ihr mal eben ganz kurz zurück nach Vigiani und von hier aus lassen wir die nächste Offensive starten. 1. Also Südeingang. Osteingang. Nordost. Nord und Nordwest. Und Westeingang werde ich später dann zu und wenn die Jungs weiter unten im Süden sind. Weil dann ziehe ich nämlich die, die ich jetzt gerade zurück in die City geschickt habe, damit dazu. Oh, 5 Helikopter sogar mal. Mensch, das ist ja fast ein neuer Rekord. Bloß nicht zu viel auf einmal, Jungs. Du stürzt das nicht. Ja. Ah, shit. Die einen habe ich jetzt verpasst. Hau wir nur Einzeleinheit. Jetzt kommen die mit den Fliegern, die alle einzeln hierher gebracht werden. Bauen wir. Da fand ich die 60er Kampfverbände tatsächlich vorhin deutlich lustiger. Als jetzt hier so Einser- und Zweier-Rubriken. So, jetzt kann ich dementsprechend noch. Nein. Okay, jetzt komme ich in die City gerade nicht dran. So, jetzt kann ich nochmal. Oh, hier stehen nur 20. Hier stehen vor allem noch keine Soldaten. Auch stehen noch keine Soldaten dran. Ich habe vergessen, Vigiani mit Soldaten auszustatten. Ich habe vergessen, mit Soldaten auszustatten. Okay, Sekunde. Erst nochmal. Also, die werden sowieso mit Soldaten ausgestattet und. Ja, egal, scheiß drauf. Die paar Sekunden werden die es mit 8 wohl schaffen, aber ich brauche nochmal die eine Einheit, damit wir hier den Sturm durchsetzen können.
Genau. Damit die Offensive nicht liegen bleibt. Ja, jetzt sind wir in einem Bereich, wo es ja weh tut. Eins. Zwei. Ja, und hier sind wir jetzt tatsächlich schon im Bereich, dass da jetzt eigentlich unsere Panzer da schon eigentlich fast reinhalten würden, müssten, hätten, können, tun sie aber nicht. Gut, dann machen wir das halt wieder alles selbst. So, Hauptsache wir kriegen die Stadt. Oh, da hatte sie gerade versucht von hinten anzuschleichen, aber das ist nicht besonders gut gelungen. Den haben die Einheiten nicht mal ganz kurz auseinandergenommen. So, 46 Panzer sind als allererste Kampfeingreiftruppe hier in der City. So, sofort nach unten mit euch. So, und auf geht's. Sehr gut. So, und ihr versucht auf den Marktplatz zusammenzuziehen. Oha, hier kracht es ja gewaltig. Oh, das ist wieder so. Oh, die Stadt ist wieder sehr stark befestigt. Aua, 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 aua. Versucht erstmal jetzt hier im Westen, dass sie euch sammelt. Gut. Okay, und hier müssen wir einmal zurückziehen. Und ihr nehmt erstmal den hier noch raus. Autsch. Jo, also was ich jetzt an Einheiten verliere, ey, das passt auf keine Kur mehr. Egal, komm, schaffen wir. Hoffe ich zumindest. Also ohne, dass jetzt aber die Leute aus dem noch im Westen mit dazugenommen hätte, ne? Ich glaube nicht, dass wir das geschafft hätten. Los, rein da jetzt. Macht sie platt. Sehr gut. Ja, und dann ist jetzt hier weiter. Ja, also jetzt gleich müssen wir an die Kampfpanzerstufe 4 als nächstes dann hinterher. Weil die Stufe 1 ist tatsächlich legit aufgebraucht. Auch mit den Verwaltungsfähigkeiten und technischen Punkten, die damit einhergehen. Da geht tatsächlich nicht mehr viel. Also da muss man sagen, da muss ich jetzt alles für verwenden, was wir hatten. So, jetzt habe ich noch 20 Panzer. Oh, uff. Ob ich das schaffe? Schau mal. Das wird auch wieder ziemlich knapp. Weil, also 20 gegen 13, aber die sind stufentechnisch höher angesiedelt. Immerhin funktioniert hier irgendwas. Sehr gut, jetzt setzt ihr letzte in Bewegung. Aber ich glaube, für den könnte das jetzt dann schon zu spät kommen. Ja, ein bisschen was erwischt er noch bei uns. Aber das haben wir doch noch hingekriegt. Sehr gut. So, Stadt genommen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Schöner Spaß. So, dann nochmal 10.000 Einheiten. Hier unten runter. Und jetzt die nächste Offensive wird es gespickt sein mit denen der Stufe 4. Jogweva, machen wir es jetzt dann so. Ich habe das jetzt, glaube ich, getauscht im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich angesagt hat. Aber ich denke, das dürfte uns trotzdem vor keinen Obala. Falsch, kein Problem stellen. So, Nordosten. Norden. Nordwesten. Ah, Sekunde.
Sekunde, müssen wir ganz kurz eben eine Mini-Unterbrechung fahren. Einen kleinen Moment. So, entschuldigt. Und dann fehlt es, glaube ich, nur der Westen, ne? Meine ich zumindest. Westen, jawohl. Ja, doch, das müsste reichen. So, die Stadt haben wir genommen. Oh Gott, ey, jetzt kommen wieder 50.000 Sachen. So, 1. 2. 3. 4. 5. Was war das denn für ein komisches Zeug? Außer ob da eine Rakete von mir vernichtet worden wäre, die einen ziemlichen Querschläger hätte. Okay, hast du noch was zu melden? Bericht nach 145 Tagen Krieg gegen Russland. Also, ich würde mal behaupten, wir haben jetzt bald ein halbes Jahr den Krieg jetzt tatsächlich hier schon am Laufen gegen Russland. Wir müssen zugeben, dass es eine Pattsituation zwischen den beiden Armeen gibt. Wahrscheinlich wird der Konflikt sehr lange andauern. Ja, und so sieht es tatsächlich auch aus. Also wir gewinnen Stück für Stück tatsächlich, aber zum Beispiel jetzt operativ, bis wir Estland fertig haben, sage ich euch auch. Also bis Ende des Monats wird das bestimmt dauern. Na, das würde ich tatsächlich schon sagen. Ja, ja. Ich bin mal überlegen. Ja, danach wäre jetzt eigentlich dann nach meinem Fahrplan als nächstes die Annexion Königsbergs plus Estland dann eine Möglichkeit, mit der wir das angehen könnten. So, rutschen wir nochmal kurz weiter. Stream verpasst, hat Albert. Ja, herzlich willkommen. Knapp, dann ist auch vorbei. Der VfB wird gewinnen, sagt Furkan. Darf man das überhaupt streamen? Ich streame sozusagen nur die Reaction dazu. Also, ich gucke mir das Spiel an, ihr könnt euch das parallel einschalten und kriegt dann sozusagen meine Reaction. Das haben wir letztes Jahr gegen Hertha auch gemacht, das war ziemlich böse. Aber, ja, schauen wir mal. Mein Kaiser, ich wäre dafür, dass wenn er gewinnt, wir einen Extra-Stream machen, um zu feiern, und wenn sie verlieren, wir einen Extra-Stream machen, um die Trauer zu bewältigen. Ah, du Lump, Paul, du Lump. So einer ist das wieder. Dieser Scheiß-Soundbug, ey, Hilfe. Ja, kannst du nichts machen. Ja, mittlerweile, ich überhöre das schon. Also, ich höre das zum Beispiel gar nicht mehr. Also, ja, de facto höre ich schon, aber ich nehme es nicht mehr richtig wahr. Du musst mal als Niederlande den 80-jährigen Krieg gegen Spanien wiederholen, oder? Gleich den 100-jährigen. Also schon Frankreich und Dings. Ja, nee, danke. Muss nicht sein. Oh. Ja, ich hätte auch weniger Ärger, würden nicht dauernd diese Einzeleinheiten kommen. Ich sag euch das. Ich hätte erheblich mehr Spaß. Wenn es einfach nur geplante, richtig gut durchorganisierte Offensiven wären, die ich dann gucken muss, dass ich die irgendwie abwehre. Aber nein, es muss immer so eine Kinderkacke sein. Wirklich. Eine Massenvernichtung von Ameisen ist einfacher als das hier. Ah, jetzt geht sie tatsächlich wieder auf unsere Panzer drauf, aber das ist okay. So, jetzt möchte ich aber wieder erwarten eigentlich, dass wir jetzt doch das Ding relativ deutlich gewinnen. Weil dieses Mal meine Einheiten stärker sind. Ne, ihr seht jetzt 14.000 Kampfkraft. Also da müssen die erstmal ein bisschen Munition reinhalten. Wäre so meine Vermutung und meine Hoffnung vor allem auch. Ja komm, versucht jetzt hier irgendwie hierher zu kämpfen. Gucken wir mal, wie wir hier vorankommen. Ja, das sieht doch irgendwie, glaube ich, schon besser aus. Also jetzt mache ich das ja gerade per quasi Vollkonfrontation und das sieht ja, glaube ich, schon noch okay aus, oder? Ne, zweifache Stufe ist zu viel, das wollte ich auch nicht.
Sehr gut, ja doch, wir setzen jetzt also mit den Panzern wirklich an Stellen durch, da hatten wir uns vorher nicht durchgesetzt mit. Also da seht ihr auch, das ist jetzt wieder deutlich lockerer. Einzig, dass die jetzt hier wieder so ein Bombardement fahren, will mir nicht ganz gefallen, aber ja. So, die letzten Einheiten, 43 Stück haben wir jetzt noch quasi für die Stadt, oder 40 oder was das sein mögen. Das heißt, hier kann ich sogar wirklich, ja, einen Teil davon kann ich sogar gleich wirklich wieder verwenden. Sehr gut. So, haben wir dann noch eine... Ja doch, okay, nur ein Helikopter. So, dann Tartu ist das nächste. 20 Einheiten. Süden. Osten. Nordosten. Norden. Nordwesten. Und Westen. So, das sieht doch ganz gut aus. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, warte mal ganz kurz. Ich muss eben ganz kurz was notieren. Da kommt jetzt gerade eine Nachricht rein. Einen Moment. Kuli. Habe ich da irgendwo einen Stift hier liegen? Meine Fresse. Egal, Edin tut es auch. Was willst du denn jetzt? Okay, alles klar, kümmere ich mich dann nachher drum, muss mir irgendwie hinlegen, dass ich gleich noch weiß. So, entschuldigt. Dann wird er jetzt hier im Kontext. Also, den schießen wir schon ab. Genau, die Jungs sind alle auf Fahrt. Ich muss noch die City absichern, ne? Valgas, okay, aber jetzt brauche ich hier für Jogiva. Wenn man halt das Ding aussprechen mag, brauche ich noch weitere 10.000 Männer. So, okay. Weiter geht's, lass die Offensive weiter gut anrollen. Was ist denn mit der Cyberattacke? Ich habe tatsächlich noch keine Nachricht von meinem Geheimnis bekommen, dass die irgendwie ready wären. Das zieht sich auch so ein bisschen. Allein dadurch, dass wir hier, ja, das mit dem Krieg, dass das noch alles ein bisschen geht. Also, ihr dürft ja nicht vergessen, so. Ne, für euch mag es jetzt sehr lang vorkommen, aber der Krieg läuft de facto ein halbes Jahr. Ich glaube, ungefähr auch ein halbes Jahr brauchen sie, um sich einzurichten. Und ich habe das, glaube ich, erst nach den ersten Monat oder zwei Monaten. Ja, irgendwie erst nach einem oder zwei Monaten habe ich das Ding erst eingerichtet. Das heißt, also wahrscheinlich dauert das noch so bis in Oktober, November hier rein. Dann werde ich es aber, denke ich, zünden können, hoffe ich mal zumindest. Wann ist denn Folgenende? In ungefähr 7-8 Minuten. Ich glaube, mit Kampffliegern der Stufe 4 kannst du in der Städte ein paar bestimmte Bereiche bombardieren. Zum Beispiel Armee-Hauptquartieren, die meist voll Panzer sind. Das wäre eine Ressource und eine Strategie für bestimmte Ziele und Städte. Wollen wir das mal ausprobieren? Also mittlerweile ist natürlich unser Luftwaffenstützpunkt doch relativ weit weg. Mal gucken, ob das geht. Sie haben den Befehl zur Bombardierung einer... Nee, so nicht. Wenn ich jetzt zur Bombardierung anklicke, würde man wahrscheinlich sowieso das um Ohren werfen. Ja, das macht er nur als Gesamtverbund, das will ich aber nicht. So, das heißt, das fähre ich mir mal kurz ab. Bleibst in der Basis, so. Jetzt hätte ich nur Einzelschlag. Sie haben den Befehl... Nee, sorry. Also, wenn ich jetzt hier Einzelschlag, mal ganz kurz... Wenn ich sage, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich werde das mal eben ganz kurz noch abchecken. Sie haben den Befehl... Nee, das macht keinen Sinn. Ich versuche das nochmal mit der Stufe 5, ob das damit dann geht. Halt! Idiot. Nein. Geht auch nicht. Nee, also das klappt tatsächlich nicht. Von daher, ja, passt. Okay, alles klar, weiter geht's.
Diese ganzen dummen Einzelnedis, ey. Aber mittlerweile sieht man ja, durch dass wir relativ viel Land besitzen, doch jetzt mittlerweile Sachen recht frühzeitig, würde ich mal behaupten. Also der Blick ist jetzt doch schon weiter. Also es kommt nicht mehr ganz so leicht jetzt hier an unsere Nachhut dran. Ich wäre schon überlegen gewesen, ob ich jetzt hier demnächst nicht mal umgruppieren kann. Und da habe ich es jetzt gerade mal kurzzeitig gesehen gehabt. So. Die werden jetzt auch vernichtet. Und wieder nur einzelne Sachen. Nein. Eins. Zwei. Drei. Also, ich habe den Helium im Auge. Ah ja. So, zack. Du kannst dann auch nochmal weg hier. Ansonsten, ne, sehen tue ich nicht, von wo der Rest jetzt herkäme. Ich muss selber niesen. Scheiße. Ah, es kann nicht. Ah, Hilfe. Hä? Bei mir hat's geklappt. Ich kann es dir nachher gerne auf dem Discord mal zeigen, wenn du magst, per Screenshot. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir klappt, aber ich kann nicht sagen, warum es bei mir nicht klappt. Gibt auch einfach mal Sachen, die einfach nicht sein sollen, habe ich das Gefühl. So. Dann haben wir ein bisschen Gerät. So, ich spiele direkt mal ein bisschen Blockade-Tiger. So, und jetzt hier auf geht's. So, die Bank ist schon mal befreit. Okay. So, Ostteil der Stadt ist frei. So, und dann jetzt noch einmal durch den letzten recht harten Kampf hier. Oha, der hat mich aber doch irgendwie doch ein bisschen mehr gekostet als der von vorhin. Also ja, ich habe ja auch noch was übrig, aber 26 ist auch so, dass ich sage, da brauche ich noch alles von der Stadt. Also Tartu war jetzt kein Kindergeburtstag. Aber egal. So, eins... 2, 3, ups, halt, da muss ich ganz reinballern, das sind 3 Stück. 4, 2 sind okay, das machen wir mit einem. 5. So, dann sichern wir das jetzt hier erstmal. Alles ist vor. Nationales Fest sind natürlich mit dabei. Tattoos genommen, da können wir so einen großen Sieg auch direkt feiern gehen. So, dann nochmal 3 Stück. 1. 2, 3. Okay, so, 4 Städte sind es noch, Leute. 4 Städte noch, dann haben wir tatsächlich ganz Estland eingenommen und einen Großteil der strategischen Geschichte dann jetzt hier fertig gehabt. Okay, ja gut, klar, ich muss noch diese Bonusdinger einnehmen. Hier vorne das Nuklearkraftwerk und diese Solarpanels.
Aber dann könnten wir uns das nächste Mal über einen Friedensvertrag als nächstes unterhalten gehen. Also wir sind auf einem guten Wege. Aber Leute, tatsächlich mit einem Blick zur Uhr müssen wir sagen, haben wir es an der Stelle dann für heute auch wieder geschafft. Das heißt, die nächste Offensive würde ich dann dementsprechend auf die nächste Folge ansetzen und dann mit euch gemeinsam schauen, ob wir es vielleicht nicht schaffen könnten, tatsächlich noch gesamt Estland zu holen. Das wäre natürlich dann ein guter Fortschritt und ein ziemliches Moloch, aus dem wir rauskämen. Weil wirklich, ihr seht es ja selber, es ist nicht schön. Ist nicht schön. Ne, ich kann dann vielleicht noch die Einheiten noch mal ein bisschen neu nachgruppieren, weil ich werde dann nicht dieselbe Menge überall an allen Stellen brauchen, um die Städte zu bewachen. Einfach weil ich dann halt hier eine gewisse Front quasi schon abgeriegelt habe. Ja, müssen wir schauen. Ne, das wird jetzt dann dementsprechend also kommen. Dann also in der nächsten Ausgabe nochmal die Schlussoffensive in Estland. Dass wir versuchen, dort den letzten Rest zu nehmen und dann schauen wir nochmal dementsprechend weiter. Aber ja, also es war auch die blutige Geschichte, die ich ja schon vermutet hatte. Oh, verschluckt. Oh, ich muss mir was trinken wollen. Dementsprechend mal gleich ganz kurz eben eine Pause. Oh, jetzt läuft mir auch die Nase. Hilfe. Bah. Allergie des Grauens. Ja, ich brauche mal ganz kurz da eben was zu trinken. Kleine Pause und wisst Bescheid. Daumen nach oben für die Folge. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.